Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einem neuen Video mit mir und dem Pino heute. Heute ist Pino dabei, letztes Mal war Daniel dabei. Wir zwei sind auch diesmal unterwegs auf römischen Spuren und wir versuchen heute wieder mal etwas Römisches zu finden. Ja, vorab grüße ich alle meine Freunde da draußen, ja, meine Follower von YouTube und ja, ganz besonders grüße ich hier an dieser Stelle meinen neuen Sponsor, den Tim Lemle von dem www.detektoren-shop.de. Ja, wie gesagt, wenn ihr Sachen braucht, meldet euch beim Tim oder bei mir und dann werde ich das Ganze vermitteln. Wie gesagt, Tim ist ein feiner Kerl und sowas findet man heutzutage sehr selten. Ja. Ich werde jetzt nach der Einleitung erstmal wieder meinen Detektor einstellen. Ich bin heute wie immer mit meinem Deus 2 unterwegs, mit der 22,5er Spule. Heute ist der Pino mit dem Deus 1 unterwegs. Es wird ja ab und zu mal gewünscht, dass auch einer mit dem Deus 1 unterwegs ist. Und ja, dementsprechend, wenn wir was finden, werden wir euch daran teilhaben. Ja, aber zuerst zu meinen Einstellungen. Und die kommen jetzt gleich. Bis dahin. Tschüss. So, wie versprochen, zeige ich euch jetzt meine Einstellung. Also dazu nehme ich euch mit. Noch vorab, ich laufe immer noch mit der Softwareversion V.7.01. So, wir starten das Ganze, dann könnt ihr das auch selber sehen. Ich hoffe, dass es dann nah genug ist. Na komm. So, jetzt schaut hier unten, da seht ihr das. Die 071, ja. So, ich werde heute mal mit dem Monoprogramm gehen, weil da kann ich besser dran erkennen oder wir können besser unterscheiden, wer jetzt mehr findet oder nicht. Mit dem Deus 1 oder 2, wie da jetzt natürlich die Mono, wie das Monoprogramm bei mir läuft und beim Pino läuft das ja automatisch auf Mono. So, wir haben hier jetzt das Monoprogramm, wie ihr seht. Wir gehen ins Menü. Um ganz kurz zu sagen, Disc 6.1, Sensitiv 96, die Frequenzweiche auf 28,5, Eisenlautstärke auf 1. Das habe ich euch ja erklärt, warum. Die Reaktionszeit auf 2,5, Signalverstärkung auf 4. So, den Bodenabgleich machen wir jetzt über Pumpen. Das heißt, ihr drückt den roten Pinpointer-Knopf und pumpt so gegen 30 cm zum Boden hin, bis ungefähr 1 cm vom Boden, bis der Ton einigermaßen gleich bleibt ist oder ganz weggeht am besten. So, jetzt habe ich hier einen Bodenabgleich, aber der, glaube ich, der passt nicht, weil hier muss irgendwas sein. Der wäre auf 73, der wäre eigentlich zu tief. Wir gehen was hier rüber, machen den jetzt nochmal neu. So, und jetzt kommt das schon näher. Ne, jetzt geht er auf 66, ja. Also hier muss auch was sein, was extrem stört. Wieder, der müsste eigentlich so bei 82 liegen. Weil ich kenne den Acker ja. So, jetzt habe ich 73 und wir lassen die 73 und ich werde mich nachher beim ersten Fund bei euch melden. Bis gleich dann. So, wie versprochen, erste Signale habe ich hier. Geht auf 70, ich zeige es euch. Bin noch keine, ja, ich sag mal 3 Meter gegangen. Ich habe jetzt aber noch mal manuell meinen Boden angeglichen auf 82. So, schwenk. Ich hoffe, ihr könnt das hören. Geht von 77 hoch, runter, genau jetzt hier unter dem Ganzen. Der Acker, der liegt auch wieder eine ganze Zeit da. Na, wo haben wir denn? Mehr hier in der Kante. Ich denke mir, das wird Schrott sein, aber wie gesagt, erste Fund lasse ich euch immer teilhaben. Oder hier in der Kante, in der Ecke dran. Ja, und dann hole ich euch nur noch dazu. Ja, ist dabei. Hole ich euch nur noch dazu, wenn ich die Funde, oder ich präsentiere euch hinter dem Video nur die Funde.
Ja, eine Abziehlasche. Klebt auch schon dran. Ja, das seht. Ja, wie ihr sagt, erste wäre ja auch zu vermessen zu sagen. Wäre direkt eine Münze. Ja, ich hole euch dann wieder dazu. Oder ihr werdet im Video erst sehen, wenn gute Funde bei mir kommen. Ja, wie gesagt, ihr habt nichts davon und ich habe auch nichts davon. Also, bis gleich. Ja, hier bin ich mal wieder. Das ist jetzt hier mein 6. Signal. Spino hat schon eine Zwischenzeit voll hier von, ich leider nur Schrott. Das müsste eigentlich genau hier unter oder genau mit, ja, mit dem Gründüngerpflänzchen sein. Das springt immer zwischen 80 und 90. So. Könnte Eisen sein, aber dann seht ihr sowieso mit dem Video. Ist es noch drin? Ja. Gleich mal. Apino hat den Volli. Jetzt wollen wir erstmal gucken. Da zeige ich dann gerade einen schönen Volli. Oh, der ist wirklich noch schön. Kann man noch, ne? Hast du recht. Den kann man noch gut erkennen. Ja. Okay, so und jetzt hoffe ich, dass ich auch was habe. Aber ich glaube, das wird Eisen sein. Aber wie gesagt, wir gucken jetzt. Erstmal raus aus dem Loch. Ja, ist raus. Das springt das Signal. Oh, mal gucken, was das ist. Ja, vom Ton her hört es sich gut an. Aber Pino, das hatte ich jetzt 6 Mal. Ihr habt den guten Ton, weißt du? War dann Splitter. Dann auch hier ein großes Eisenteil, ein rundes. Das war auch gut vom Ton. Aber. Ja, ja, was haben wir? So, da muss es sein. Wir legen mal den Detektor beiseite. Handschuhe aus. Also hier. Ja. Und? Ach, oh, grün. Ja, ich weiß, was es ist. Eine Perle, eine Bronzeperle. Oh. Ja, eine Bronzeperle. Ja, sehr verziert. So, dann knoten wir aus dem Mund Titan. Das ist eine Bronzeperle. Sehr schön, freut mich. Was anderes als eine Münze, aber. Wie gesagt, jetzt haben wir wirklich schon 2 Teile. Optimal. Okay, dann hole ich euch gleich beim nächsten Fund wieder mit dazu. Bis nachher. So, hier bin ich mal wieder. Mir läuft die Nase, es ist schweinekalt. Durch den Wind. Ich hoffe, ihr könnt alles gut verstehen. Ja, das Video ist jetzt eine Woche nach dem, was ihr vielleicht jetzt zuvor her seht, von dem Video, wo ich mit dem Daniel unterwegs war. Hier habe ich eine, ja, zwischen 50 und 55 springende Anzeige, genau in dem Knubbel drin. Oder vielmehr in dem grünen Dünger. Ach, das ist aber fest. Ja. Gucken. Ja, draußen ist es. Jetzt hoffen wir, dass das nicht mitten in der Pflanze drin ist. Nein, oder? Na, auch nicht. Da. In dem Knubbel. Okay, draußen, muss da oben bei sein. Na, das ist der Spaten. Okay, ich sehe schon was Grünes. Ja, gucken. Ja, okay. Ah, das ist so ein Regen. Aber ich weiß schon, was es für einer ist. Ihr habt jetzt mal Zeit, oh, der ist aber noch schön. Ja. Ich glaube, das ist vom Schlüssel, vom römischen Schlüssel, wenn er die Tierköpfe kennt. Jetzt beim Pferd oder beim Hund, das Maul, wenn die offen sind, oder beim Löwen, dann werden die da durchgezogen als Schlüssel, ja, als Schlüsselring in dem Sinne. Ich glaube, so einer ist das. Ja, hoffentlich finde ich auch noch den Schlüssel dazu. Ja, auch ein schönes Teil, sehr schön erhalten. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. So Leute, ihr seht mich jetzt auf dem neuen Acker. Ich habe wieder meinen Detektor eingestellt, so wie eben zuvor. Nur diesmal gehe ich jetzt hier mit der Multifrequenz auf diesen Acker hier. Ja, der andere Acker, da lag zu viel Müll drauf. Boah, und fing auch richtig an zu regnen an. Ja, wie gesagt, außer der Perle und ja, ich sag jetzt mal dem großen Bronzering für den Schlüssel. Kam da nichts. Pino hatte 4 Vollis gehabt, das muss ich sagen. Er hatte Glück gehabt in seiner Ecke. Bei mir
in meiner Ecke gab nichts. So, jetzt sind wir hier auf dem neuen Acker, der ist scheinbar gerade gemacht worden, aber da hat extrem geregnet, da werden wir hier extrem Schlammschlacht haben gleich. Okay, ich melde mich dann nachher beim ersten Fund bei euch. Bis gleich. Ihr seid mit dabei bei meinem ersten Signal. Also der Acker, der ist gerade frisch gedreht worden, die Tage. Ein 75er Signal. Hier in dem Knubbel. Ach, und matschig. Ja, ist da drin schon mal, oder? Ja. Ja. So, ich hoffe, seid mit im Bilde. Ja, das ist jetzt natürlich, na? Ja, ich glaube, ich sehe die erste Münze schon direkt, oder? Ja, ich glaube, ein Volli. Ja, wollen wir jetzt nicht lang drüber rüberreiben, aber die erste Römermünze. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis nachher. So, Pino steht neben mir. Nächstes Signal in Pino-Spur. Ja, und, ja, und Pino will es nicht gerne hören. 54 Signal. Das sind bestimmt deine Fußabdrücke. Ich habe gar nicht so große Füße. Ja, das ist dann jeder. Das sind doch die schnell verschwinde Fußabdrücke, oder nicht? Kennst du die nicht? Die kenne ich nicht. Könnte ich jetzt meinen Schwiegervater fragen? Oh, ich sehe das schon. Das ist ein Volli, ja, oder? Ein kleiner Volli, ja, hier. Aber ja, ist jetzt nichts Besonderes. Deswegen habe ich ihn auch liegen gelassen. Deswegen hast du ihn für mich liegen lassen, genau. Pino lässt ihn für mich liegen. Ja. Wie gesagt, das sind die Schnellfußabdrücke. Ne? Also für alle, die das nicht wissen, ne? Die Italiener hatten früher immer die Absätze vorne an der Sohlenspitze. So, bis zum nächsten. So, hier habe ich wieder ein Signal. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo es ist. Ach, Leute, das ist, wenn man gerade die Kamera weg einstellt. Doch, da habe ich es wieder. Ein 50er Signal. Quietscht. Ihr könnt ja sehen, also hier, also ich grabe schon echt viel überall. Signale sind genug da. Ist auch nicht tief, denke ich mir, oder? Ja, ne. Ja, ist in dem Haufen drin. Ich glaube, ich sehe jetzt schon eine Münze. Könnte sein. Oder ein Knopf. Nee. Ich glaube, das ist ein Kopf vom Ziernagel. Oder Ziernied. Ja, muss ich sauber machen. Also ich will nicht drüber reiben. Könnte was drauf sein, muss aber nicht zwingend sein. Aber ja, hier läuft es auf jeden Fall ein bisschen besser. Obwohl wir hier viele Signale haben, viel Blei. Ja, und ja, dazwischen kommt dann ab und an mal so ein Teil. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten. Ja, da bin ich wieder. Hab hier ein 86er Signal. Aber es quietscht ein bisschen. Könnten zwei Materialien, wie ihr sagt, das könnten ein Mischsignal sein. So, wollen wir mal gucken. Ach, zwischen den Möhren. Aber den Haufen mal klein. Boah, das ist so matschiger Zeug. Dazwischen oder dazwischen. Auf jeden Fall ist es jetzt raus und muss da liegen. Irgendwo in dem Bereich hier. Na? Ja, da ist es. Ich sehe auch schon was Grünes. Na, was ist es denn? Na? Ach, ich weiß. Haha, ich erkenne. Ah, mein Lieblingshund, glaube ich, ja. Das ist wieder so eine römische Eichel von einem Kästchengriff. Ja, machen wir so ein bisschen sauber. Passiert nichts. Die sind meistens richtig schön massiv, die Dinger. Ja, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ihr seht das ja sowieso hinter nach der Fund.
zusammen, bei der Fundzusammenstellung nochmal und hinterher, wenn ich alles hier reinigt habe. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis gleich. So, hier bin ich mal wieder. Hier habe ich ein 62er, 61er Signal. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Und auch hören, wird hier unter der römischen Schabe in etwa sein. So, gucken. Ja? In dem Haufen hier. Was ist das? Nee. Also in dem Haufen, unter der Schabe war das, so wie ich euch das gesagt hatte. So, ich hoffe, kann man das sehen. Okay, ja, ist im Bild. So. Ja? Ja? Ja, in dem Haufen auf jeden Fall. Kleiner. So, nehmen wir mal den Detektor ab. Ja, die Handschuhe aus. Ja, ist das so klein? Ah, okay, ist eine Münze. Ja, ich will auch nicht so viel drüber reiben. Ihr seht ja selber, die sind gut. Ja, in der Matsche drin. Ob die was werden, kann ich euch erst hinterher sagen, wenn ich sie sauber habe. Ja, also bei den letzten Münzen war das auch so. Und die waren ein paar relativ gut gewesen. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. So, hier bin ich wieder. Bino hat gerade einen Fund gefunden. Hier habe ich ein Signal. Ich glaube, hier haben wir eine kleine Ecke gefunden, wo ein paar Follies aufeinander liegen. Ganz klein. Ganz klein? Das ist gespannt, was ich hier habe. Der liegt auch nicht tief hier, das Signal. Mal gucken. Mal gucken. Also wir haben hier schon ein paar Stück jetzt gefunden, oder vielmehr der Pino. Ich bin jetzt dazu gekommen. Ja, tatsächlich, hier ist auch einer. Ja, guck mal, auch direkt fast daneben, ne? Ja. Ah, vielleicht haben wir ein Glück, dass wir jetzt einen Hort machen. Ja, hier ist der Folli. Ein ganz kleiner. Auf jeden Fall wird es eine kleine Börse gewesen sein. So, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis nachher. Leute, wir haben hier einen Sichtfund. Bino hat den gemacht. So, Bino, bück dich mal. Mal gucken, ob die jetzt da drin ist. Und ihr könnt raten, was das ist. Ach, zieh nee, der Münzen. Warte, ja, ist drin. So. Warte, ich muss fest, ich will die nicht kaputt machen. Ja, ganz vorsichtig, die ist komplett. Mit Nadel, ne? Mit Nadel, ja. Bino hat eine Fibel mit Nadel gefunden. Ja. Oh, komplett und nicht verbogen. Nein. Zwar eine einfache, aber schön. Aber egal. Was der Bino heute findet. Auf jeden Fall. Hat er heute mich geschlagen. Oder ich werde ihn gleich schlagen. Also, ihr das seht jetzt geil. Bino nicht. Wie groß bist du? Lass mich mal ran abschreiten hier. Ein, zwei, da passt du gleich rein. Ja, du sollst ihn dann vorhalten. Ja, hatte ich doch schon. Sehr schön. So, da mache ich jetzt aus, weil sonst gibt es hinterher Beweise, wenn ich ein Pino verschwinden lasse. Guck dir mal die Patina an. Ich kann zaubern. Ja, genau. Schwuppdiwupp. Ja, hier habe ich wieder ein Signal. Pino ist gerade zum Auto gegangen. Ein 78er, ihr hört es ja laut. Wird auch nicht tief sein. Hier sind wir auch an unserer Stelle, wo die Fibel in etwa gelehen hat. Wo die ganzen Münzen gekommen sind. Ich glaube, dass das auch noch eine Münze ist. Ach. Na, wo ist es denn? Ja, ist auch eine. Hier oben drauf. Ja, ah ja, die zerfällt aber schon. Wird auch ein Volli sein, aber vom Zustand her nicht mehr gut. Aber egal. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. So, hier habe ich noch ein 73er Signal, aber er springt. Ihr könnt das ja hören. So, muss hier in etwa sein. Ich hoffe, ihr hört mich, es ist wieder windig. So. In dem Haufen hier. Im oberen Haufen, ja, in dem muss es sein, glaube ich, irgendwo. Ja, ist da drin.
Ja, eine Münze. Und könnten Römer sein. Mal drüber gehen. Ach, silbern ist ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall versilbert oder silbern. Bitte lass es ein Römer sein. Dann wird es ein Antonian sein in der Größe. Ja, kommt silbern raus an der Ecke. Ja. Nochmal drüber. Hier können wir vielleicht schon an der Ecke sehen, dass das Silber ist. Ja. Wenn es ein Römer ist, ist das ein Antonian, weil es ist nicht ganz rund. Hier fehlen ein paar Ecken. Ja, Pino ist jetzt im Auto. Den werde ich das gleich zeigen dann. Okay. Dann hätten wir heute schon fast alles gefunden. Alles klar. Bis zum nächsten. So, hier habe ich noch ein Signal. 51 zu 51. Das ist auf 50 runter. Je, wie man schwenkt, verändert sich das. Das ist aber auch nicht tief. Na? Okay. Hier in dem Haufen. Ja. In dem Haufen auf jeden Fall. Ah, wo? Ach. Ah ne, hier, eine Münze. Eine runde Münze. Ja, wieder ein Volli. Aber diesmal ein kleiner. So. Okay, dann bis zum nächsten Fund. So, Leute, der Suchertag hat ein Ende gefunden. Pino und ich stehen am Auto. Wir beide können nicht mehr. Aber heute können wir uns gar nicht beklagen. Heute war ein erfolgreicher Tag, was es an Funden gab, also an Antikfunden. Also wir haben wirklich sehr viel gefunden. Wir wissen selber noch nicht. Wir haben alles erstmal auf einer schönen Unterlage gelegt. Ja, dann kommen wir gleich erstmal, dann, bevor wir die guten Funde euch alle nochmal zeigen, zu den Schrottfunden. Ja, und wir haben noch einen Highlight-Fund gemacht, den wir Pino hatten gemacht. Ja, irgendeiner wird irgendwas vermissen. Und das zeigen wir gleich auch im Bild. Und dafür schwenke ich jetzt erstmal wieder um. So, Leute, hier seht ihr mal den Schrott, den wir heute den ganzen Tag zusammen, also ich weiß nicht, das ist wieder über ein paar Kilos. Also ich denke mal 3-4 Kilo haben wir da an Schrott zusammen und hunderte von Blei, ja, Blechteilen, Alupapier, Flaschendeckel, Drahtstücke und was weiß ich nicht all. Also wirklich jede Menge. So, jetzt kommt das erstmal das andere Highlight. Pino, zeig mal, was wir gefunden haben. Also wir haben entweder vom Deos oder vom OAX-Sucher eine Spulenkappe gefunden, also einen Spulenschutz, ne, Leute. Ich weiß nicht, wie man den verlieren kann und das nicht merken kann. Ja, auf jeden Fall, den haben wir auch, der kommt auch zu den Schrottteilen hin. So, jetzt gehen wir aber mal zu den guten Funden. So, wir stellen jetzt mal die Kamera so hin. Ich denke mir mal, das können auch alle gut sehen. Und dann fangen wir mal an mit Pino seinen Sachen. Pino ist heute Findekönig, Pino hat am meisten gefunden. Also Pino, wie viele Römermünzen hast du? Also das sind alles Römermünzen, ne? Also hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Römermünzen hat der Pino. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da haben wir 24 Römermünzen. Ein Highlight bei mir ist jetzt nur mal ganz kurz. Ich glaube, das ist ein Silber-Antonian. Also ich kann da schon die Strahlenkrone erkennen. Also silbern ist er auf jeden Fall versilbert. Damit muss ich vorsichtig umgehen. Könnte ja sein, dass da nichts mehr bei rauskommt. Aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Dann hier die schöne Bronzeperle. Die ist auch verziert, die hat Rillen drauf. Auch sehr schön. Dann hier, wie immer, ich glaube, die laufen mir hinterher. Das ist, sind die römischen Eichelendenstücke von den Kästchengriffen, also die Endstücken. Das ist eine Eichel, ist das. Dann hier, das ist wirklich sehr gute Qualität und da bin ich mir fast sicher, dass das zu einem römischen Schlüssel gehört. Könnt ihr ja selber mal googeln nach römischen Tierkopfschlüsseln und da seht ihr immer
im Maul des jeweiligen Tierkopfes sind Bohrungen. Und ihr könnt auch vielleicht welche schon direkt finden, wo direkt der Ring da dran ist. Ja, dann hier noch, ja, wie ihr sagt, das ist ein Beschlag oder ein Ziernagel gewesen. Was da drauf ist, da könnte ein Gesicht drauf sein, da kann irgendwas anderes drauf sein. Man sieht auf jeden Fall hier, die Enden sind schön gearbeitet. Also da müssen wir gucken. Ja, Pinus Highlight am heutigen Tag ist die schöne Fibel hier. Die ist komplett und auch noch gerade, also nicht verbogen. Das sind die einfachen Soldatenfibeln, wie man sie nennt. Aber auch hier die Nadel ist komplett dran. Also sehr schön. Also wir haben heute wirklich sehr viel gefunden. Irgendwas bimmelt hier. Ich muss mal gerade gucken, was das ist. Weil das geht mir jetzt auf die Nüsse. Ja, also hat sich aufgehört zu bimmeln. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, was jetzt an den Münzen noch bei rumkommt. Also bei der Reinigung. Also wenn man das so sieht, wir haben wirklich über 30 antike Teile heute gefunden. Eine Nadel hat der Pino noch gefunden. Ja, wie gesagt, wir werden mal gucken hier. Es kann nicht wahr sein. 2 Sekunden. So, auf ein neues, hier bin ich wieder. War meine Tochter gerade. Ja, also wir können heute uns nicht beklagen, dass wir so viel gefunden haben. Ja, hier noch der Pino ein Ziegelstück und hier noch ein großes Gefäßstück. Ach ja, da habe ich auch noch was, aber das habe ich schon weggepackt. Kann ein Mosaikstein sein, aber der kommt dann hinterher mit am Ende des Videos mit dabei. Ja, so. Ah, tu mal das Ding nochmal rausziehen. So, Pino, komm, gehen wir nochmal ins Bild. Ich glaube so zusammen, ja. Weil sonst muss ich die Kamera wieder drehen. Da habe ich jetzt keine Lust mehr für. Ja. Wir hoffen, dass ihr erfolgreich seid bei der nächsten Suche. Ja, die Felder werden jetzt so langsam eingesät. Also wir werden nicht mehr viel Zeit haben. Heute war das echt Glück mit dem Acker. Ja. Dass der gerade fertig war. Pino hatte den noch am Schirm gehabt, weil er da letzte Woche gesehen hatte, dass hier gearbeitet wurde. Ja, so kann es sein. Oder gehen vielmehr. Ich glaube, hätten wir heute mehr Zeit gehabt, es wären noch viel, viel mehr römische Münzen gehabt, hätten wir auch noch einen Denar gefunden oder noch was anderes. Ja. Also ich glaube, wir standen kurz davor, aber wie gesagt, wir dürfen nicht klagen, wir haben genug gefunden. Wir wollen uns nicht beschweren. Genau. So, noch zum Schluss noch mal einen Gruß an meinen Sponsor, den Tim Lemmle vom www.detektoren-shop.de. Ja, Tim, der stattet mich mit meinen Sachen jetzt aus und ja, der sponsert alles andere. Ja, und den kann ich euch als Händler ans Herz legen. Tim ist wirklich sehr nett und hat auch immer ein offenes Ohr. Und vor allem, der ist sehr korrekt. Ja, dann nochmal ein Gruß an meine ganzen Followers, die bei YouTube zuschauen. Ja, ihr könnt mir ja mal sagen, was wir mal als Suche starten sollten. Außer lasst mich mit Militaria, ja, mit dem ganzen Kappes da in Ruhe. Ja, wir werden versuchen, immer ordentliche Videos zu machen. Was heißt ordentliche, ordentliche Funde? Videos werdet ihr, wie gesagt, habe ich schon im letzten Video gesagt. Ich und Videos, nein, und Kamera schon mal ja nicht. Aber das muss ich ja auch nicht. Ich hoffe, dass euch die Funde gefallen. So, dann sage ich euch jetzt Tschüss, bis zum nächsten Video.